Um Sie besser kennenzulernen, zunächst ein paar persönliche Fragen. Wie ist überhaupt Politik? Also, was hat Sie dazu bewegt, politisch zu werden? Was hat mich dazu bewegt? Also eigentlich war ich immer an der Politik interessiert. Ich habe gerne immer politische Nachrichten gehört. Dann habe ich eines Tages eben Gregor Gysi gehört in einer Rede und habe mir gedacht, okay, das passt alles zu mir, das gefällt mir, was er da sagt. Und habe ganz einfach spontan Eintrittserklärung bei den Linken unterschrieben, abgeschickt und somit war ich mit dabei. Okay, und wieso haben Sie sich genau die Linken ausgesucht? Weil es für mich die einzige Partei war, die wirklich auf die gesellschaftliche Schichten gedacht hat. Nicht nur für die Reichen, so wie wir es heute kennen, sondern auch wirklich für die Unterschicht. Und die soziale Gerechtigkeit ist für mich persönlich immer die erste Frage, die ich mir bei jeder Partei stelle. Und das war eben die Partei, wo ich gedacht habe, okay, die ist da richtig, ich bin auch richtig da. Und seit wann sind Sie Parteimitglied? Seit 2008. Was machen Sie hauptberuflich? Ich bin momentan selbstständig in Marketingforschung, möchte aber gerne wieder studieren. Ja, hoffentlich klappt es wieder. Darf man fragen, was Sie studieren möchten? Politikwissenschaften. Ah, okay. Jetzt kommen wir zu einigen Fragen, die mehr mit der Partei zu tun haben. Sind Sie mit Ihrem Wahlergebnis generell zufrieden? Und wenn nein, woran glauben Sie, liegt das Ergebnis? Das ist eine schwierige Frage. Generell zufrieden, wir haben uns verbessert. Also wir haben uns auch hier im Rheinbergischen Kreis verbessert. Wir haben uns auch bundesweit verbessert. Natürlich wünscht man sich immer mehr. Ja, ich habe auch mit mehr eigentlich gerechnet, weil ich immer das Gefühl auf der Straße hatte, dass die Menschen auf uns zukommen, dass die Menschen Interessen haben. Letztendlich war es natürlich unter meine Vorstellung, unter meinem Wunsch, aber dennoch haben wir uns waren doch ziemlich gute Ergebnisse. Ja. Wer wäre Ihr Traumkoalitionspartner? Wow, okay. Also ich finde da momentan niemanden. Als Traumkoalitionspartner kann ich mir momentan niemanden vorstellen. Mit wem könnten Sie es sich eventuell vorstellen? Ich könnte mir das mit der SPD vorstellen, wenn sie sich wieder auf das Soziale eben irgendwie zurückkehren würden. Mhm. Aber solange sie das nicht machen, ist auch da schwierig. Welche Koalition und Opposition hätten Sie gerne für die nächste Legislaturperiode gesehen? Also die Opposition, da sind wir eigentlich die Richtigen für. Wäre schön natürlich, wenn wir auch mal mitregieren dürften, aber es ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, wo wir sagen, wir die Linke müssen unbedingt regieren. Mhm. Wir nehmen auch die Rolle der Opposition gerne wahr. Die Koalition, ja, das ist auch so eine Schwammfrage. Ich könnte mir sehr gut eben SPD, Grüne und Die Linke eben vorstellen. Das wäre so, also meiner Meinung nach, das Richtige. Alles andere finde ich Und wenn wir jetzt schon über Koalition reden, was halten Sie von der Jamaika-Koalition? Darf man das ganz ehrlich sagen? Ja, oder sollen Sie das ehrlich sagen? Finde ich total Schwachsinn. Und warum? Naja, wenn man sich ansieht, dass jetzt schon die Grünen, es gab ja am 4., jetzt war eine große Demo in Bonn, gegen, also für Klimawandel, Kohleausstieg und alles, da hat die Grüne ganz vorne mitdemonstriert, wir wollen da raus. Zwei Tage später sagte Özdemir einfach, ach, wir können uns vorstellen, mal ein bisschen zurücktreten, wir sind da koalitionsbereit. Das ist für mich irgendwie schwammig, die haben keine Eier. Das ist, nee. Okay. Welches Ihrer Meinung nach die beste oder sinnvollste Umgangsweise mit der türkischen bzw. der amerikanischen Regierung? Ihr habt Fragen, ne? mit der türkischen Regierung würde ich gar nicht lange fackeln. Also der Mensch, der verhaftet einfach Menschen, der nimmt deren Grundrechte, der tritt die alle mit den Füßen. Mhm. Da würde ich gar nicht verhandeln, überhaupt auf keine Verhandlung eingehen. Amerika, das Gleiche im Grün. Also das sind zwei Staaten, wo ich persönlich sage, nee, mit denen möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Okay, jetzt mal wieder eine positivere Frage. Wie würden Sie die Linke in drei Worten beschreiben? Sozial, cool und gerecht. Ja, ist klar.
Ab dem 1.10. gilt die Ehe für alle. Was halten Sie von dem Beschluss? Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr gut. Mein Stiefsohn ist selbst schwul. Ich finde es super Hammer, dass er eines Tages doch mal heiraten darf. Mhm. Jeden leben und leben lassen. Also das war der beste Schritt. Ja, alles klar. Nun haben wir auch einige Fragen auf den Rhein-Berg-Kreis bezogen, weil uns das ja auch direkt betrifft. Was genau würden Sie im Rhein-Berg-Kreis verändern bzw. verbessern? Was ich hier verändern und verbessern würde, schon mal die Schulen sanieren. Also unabhängig davon, dass ich jetzt hier bei einer Schülerzeitung bin. Ich finde, die Schulen bei uns im Rheinbergischen Kreis sind wirklich in katastrophalen Zustand. Wir haben uns mal Schulen angeguckt und wir waren in Schulen, wo die Toiletten, ich als erwachsene Person würde, um Gottes Willen, also nicht mal für fünf Sekunden mich da aufhalten. Und die Gedanke, dass die Kinder aber dort hingehen müssen, das war schon für mich ekelhaft einfach. Auch die Ausstattung der Schulen finde ich verarmt. Also dafür, dass wir ein reiches Land sind, reiches auch Bundesland und auch Rheinbergischer Kreis ist kein armer Kreis, dass man das, die Gelder eben nicht dafür nutzt, sondern für schwachsinnige Projekte, finde ich sehr schade. Also würde ich auf jeden Fall die Schulen sanieren, Kindergärten natürlich aufbauen. Ja, also alles, was eigentlich so sozial hat, Wohnungen, Sozialwohnungen, da würde ich Geld oder das verbessern. Wir haben ja sehr viele sozial schwache Familien, die sich kaum die Wohnung leisten können. Wir haben auch sehr viele Obdachlose, die halt gerne eine Wohnung hätten, warten aber auf schwachsinnigen Listen, bis man eine Wohnung bekommt. Also das sind für mich Zustände, die es hier nicht, an sich in Deutschland, nicht nur im Rheinbergischen Kreis, sondern in ganz Deutschland nicht geben dürfte. Sie haben jetzt gerade gesagt, schwachsinnige Projekte. Was genau finden Sie, läuft denn falsch in Gladbach, beziehungsweise wofür wird das Geld sozusagen verschwendet? Naja, schwachsinnige Projekte in dem Sinne, Griecherkreise, jawohl. An sich mag es schön auszusehen, die Straße hat aber 40, 50 Jahre lang funktioniert. Wir geben da wirklich Millionen für einen schönen Kreisel, wo es auch noch hätte 10 Jahre warten können. Also das Geld hätten wir für Sanierung für Schulen oder Kindergarten erstmal Aufbau investieren können. Und dann, wenn genug Geld übrig bleibt, kann man sich Gedanken über irgendwelche Kreisel machen, aber nicht das als Vordergrund zu stellen. Das finde ich dann schwachsinnig. Wo sehen Sie eine Problematik in der Infrastruktur Bergisch Gladbach? Ja, die Problematik ist schon gegeben. Wir sehen das, aber das ist meiner Meinung nach ist es jetzt noch schlimmer geworden. Es kann sein, dass ich dann älter werde und eher darauf achte. Also bis man von Markauf im Zentrum zum Beispiel nur bis zum Kreishaus kommt, habe ich gestern 25 Minuten gebraucht, obwohl es wahrscheinlich zu Fuß noch schneller gegangen wäre. Also wir haben Stau jeden Tag da, aber es liegt auch daran, dass der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, ziemlich teuer ist. Also egal wo ich hinfahren möchte, 7,20 Euro nach Köln hin und zurück, finde ich wirklich happig, kann sich nicht einfach so leisten. Auf Fahrrad umsteigen könnte man, dafür müsste man auch wirklich Fahrradwege haben, also konsequent Fahrradwege und nicht nur immer bruchweise, da kann man fahren, dann muss man weg. Es ist, aber für mich ist es momentan schlimmer geworden, durch die vielen Baustellen, anstatt eine Baustelle zu machen, die fertigstellen und dann sich auf die nächste Baustelle konzentrieren, macht irgendwie Gladbach 10 Baustellen auf einmal, überall wird gesperrt, überall wird Umleitung, man macht sich kaum Gedanken, ob überhaupt der Verkehr dann fließen kann. Es ist halt schlimm, auch die Busse selbst, die haben ständig Verspätung, weil sie irgendwo im Stau stehen. Es ist wahrscheinlich auch nicht Sinn der Sache. Da würde ich eben sagen, mach mal erstmal eine Baustelle, wenn die fertig ist, kann man sich auf die nächste konzentrieren, aber nicht den Sachen auf einmal. Also im Leben ist es einfach so, man soll sich auf eine Sache konzentrieren und dann die nächste und nicht auf 10 Sachen auf einmal. Soll die Videoüberwachung im öffentlichen Raum Bergisch Gladbachs erweitert werden? Nein, definitiv nicht. Also ich bin gegen Videoüberwachung. Jeder soll mal irgendwie Privatsphäre haben. Immer wieder dieses Argument, ja, das dient der Sicherheit, finde ich persönlich wieder schwachsinnig. Ich liebe das Wort schwachsinnig, weil es verhindert tatsächlich gar nichts. Man kann nachhinein, wenn irgendeine Straftat passiert,
kann man denjenigen vielleicht schneller ermitteln, aber letztendlich verhindert es die Straftat nicht. Also egal, was da passiert, es verhindert nicht. Und das sind meine Grundrechte. Ich möchte eben unbekannt durch die Stadt gehen, ohne der Gedanke, da sind Kameras, da kann mich jeder gucken. Ich habe letztens in einem Interview gesagt, ich möchte meine Zigarettenkippe unauffällig runterschmeißen. Da wurde ich beschimpft, das darfst du nicht sagen. Ist aber tatsächlich so, wenn die Stadt zu wenige Mülleimer aufstellt und ich wirklich über die ganze Stadt bis zum nächsten Mülleimer laufen muss, um meine Zigarette auszumachen, dann bin ich auch mal halt faul und lass es fallen. Da will ich doch nicht, dass mich da jemand beobachtet. Also das sind so Lappalien, aber ist halt so, man möchte es nicht. Ich möchte auch mit meinem Mann auf der Straße knutschen, ohne dass mich da jemand oben beobachtet. Das sind halt Kleinigkeiten, die aber sind Prinzipien unserer Rechte und die darf man eigentlich nicht aushebeln. Wie stehen Sie zur Legalisierung von Cannabis? Das ist eine Scheißfrage, das hier. Ich glaube, ihr wollt hören, dass ich da dafür bin. Ich bin aber streng dagegen, weil ich finde, es bagatellisiert die Sache an sich. Es gibt ja medizinische Marihuana, das soll ohne Wenn und Aber legalisiert werden. Ich habe auch schon viele Videos gesehen, wo es wirklich einem Kranken geholfen hat, davon bin ich auch überzeugt. Aber so grundsätzlich für alle das zu legalisieren, finde ich falsch, weil es kommt bei den Jugendlichen halt die Gedanken, naja, wenn es legal ist, kann es ja nicht so schaden. Marihuana ist vielleicht mal nicht so eine harte Droge, aber letztendlich ist es eine Droge, die schadet. Als Jugendliche ist man es noch im Wachstum und da sollte man eben wirklich Finger von jeglicher Droge Finger lassen. Und deswegen bin ich halt dagegen. Also ich würde ausflippen, wenn ich wüsste, meine Kinder mit 14, 15 wollen einen Joint rauchen, würde ich den Finger brechen. Also man möchte halt den Jugendlichen, um Gottes Willen, Jugendliche sollen auch mal ab und zu mal Spaß haben, aber Spaß haben kann man auch ohne Drogen und Alkohol. Mhm. Und deswegen. Jetzt hatten Sie gerade schon Alkohol angesprochen. Denken Sie dann, dass man die Alkoholgesetze eventuell etwas verstrengern sollte? Ja. Also, wenn es nach mir ginge, gäbe es Alkohol also selbst kaufen ein Bier oder so ab 21, unter strengsten Vorlagen. Aber es ist eben schwer, sowas umzusetzen, weil in jedem Disco, ich weiß nicht, ob man das heute noch Disco nennt, ne? In jedem Club, wo auch immer, ist es schwer auch zu kontrollieren. Ich wüsste wirklich nicht, wie man so ein Gesetz überhaupt verabschieden könnte, wo es total verboten ist unter 21. Weil ich bin ja selbst wirklich hier in Bergisch Gladbach mit den Obdachlosen, also da als Helferin. Und da sind zwischen denen viele Alkoholabhängige. Und das sind Menschen, die eigentlich, das sind keine dumme Menschen, das sind keine faule Menschen oder die sind halt krank. Und dann denke ich mir mal immer wieder, ja, wir machen es auch einfach. Man kann Alkohol an jede Ecke kaufen. Und das würde ich eben wirklich verbannen. Also es könnten vielleicht von mir Alkoholladen an sich, wo es nur da zu kaufen ist, nicht in jedem Supermarkt, in jedem Kiosk und es ist wirklich leicht zu bekommen. Das ist falsch. Das würde ich am liebsten, also ich persönlich, ich weiß nicht, ob es unsere Partei so sieht, aber ich persönlich, ja, würde ich verbannen. Sie hatten jetzt gerade auch mal im letzten Satz gesagt, unsere Partei vielleicht nicht. Gibt es einige Punkte bei den Linken, die Sie eventuell vielleicht nicht so unterstützen oder die Sie anders umsetzen würden? In Politik gibt es immer wieder Punkte. Also man findet wirklich als Person keine Partei, wo man sagt, da stimme ich 100% überein. Es sind immer Kleinigkeiten, wo man sich sagt, na, sehe ich persönlich vielleicht ein bisschen anders oder ganz anders, aber man kann letztendlich mit den Parteivorgaben dann noch leben. Es ist schwer. Es gibt da zum Beispiel eben Flüchtlinge, wo sich die Partei eben noch uneinig ist, wo viele sagen, es darf nicht abgeschoben werden, egal was passiert. Dann gibt es manche, die sagen, doch, Straftäter müssen bestraft werden, egal in welcher Form. Und da streitet sich immer jede Partei. Also selbst bei uns gibt es diese Unterschiede und dennoch sind wir aber die Mehrheit eben, wo wir sagen, nein, Mensch ist Mensch, kein Mensch ist illegal. Und
selbst wenn ich selber persönlich sage, okay, die Straftäter müsste man bestrafen, man darf nicht einfach so hinsehen, heißt es aber noch lange nicht, die müssen ab ins Flugzeug und wieder abgeschoben werden, das nicht. Aber sonst finde ich da eigentlich keine, nee, nichts, was mich so richtig aufregen würde, wo ich sage, wobei bei der Cannabis, glaube ich, das sind sich viele, ne? Bei der Legalisierung viele einig. Da vielleicht würde ich mal sagen, okay, das ist ein Thema, wo ich mitstreiten könnte, aber sonst nicht. Nein. Soll Deutschland zu einer nationalen Währung zurückkehren? Nein, ich finde nicht. Ich finde, also Europa-Union an sich ist wirklich eine schöne Sache. Da läuft einiges schief, ohne Wenn und Aber, aber die Grundidee ist eigentlich, finde ich, schön. Ich finde auch, dass Euro, das Einführung des Euros war eigentlich auch eine gute Sache und war auch richtig. Es ist für manche Länder natürlich schwierig. Ich komme selber aus Tschechien. In Tschechien gibt es bis jetzt noch kein Euro, da will man auch kein Euro. Kann ich auch verstehen, weil sie ja monatliches Einkommen von 300 Euro haben. Wenn man es noch auf Euro umrechnet und dann die Mieten dementsprechend steigen, könnte man dort gar nicht mehr leben. Aber wir in Deutschland sollten schon an der Europa-Union und an der Währung schon halten. Mhm. Gut, wir haben einige Fragen von Schülern bekommen, die sich auch eher auf die Bildung und das Bildungssystem beziehen. Die würden wir Ihnen gerne stellen. Zunächst einmal, was halten Sie generell von Schulnoten? Das ist ein Thema, auch mit einer Schülerin sehr lange und sehr intensiv darüber unterhalten. Ich persönlich halte von Noten gar nichts. Also ich habe ja hier in Deutschland mein Abitur nachgemacht, habe auch 4 Semester Jura studiert. Ich sage immer wieder, es hat mich damals aufgeregt, als ich im ersten Semester, erster Tag in der Uni war. Und der Professor stand so vor uns und meinte, eure Abi-Noten sind ab jetzt irrelevant. Ne? Was ihr mal hattet, interessiert hier niemanden. Und da habe ich selber für mich wirklich gedacht, boah, jetzt hast du dir den Arsch 3 Jahre lang abgeackert. Und jetzt sagt die eine hier, ist total irrelevant, also wozu habe ich es gemacht? Das Mädchen hat mir aber dann erklärt wiederum, ja, es sei aber auch unfair gegenüber denjenigen, die sich wirklich anstrengen und gegenüber denen, die dann sagen, oh, ja, irgendwie wird es das. Es gibt ja auch so, was ich dann grundsätzlich nachvollziehen kann. Aber ich persönlich finde irgendwie diesen Fokus auf Noten und auf Leistung total falsch, weil man in jungen Jahren, also ich seit super geilen Alter, da will man sich irgendwie auch noch leben, da will man sich nicht unbedingt mit 15, 16 die Gedanken machen, oh, ich habe in Physik eine 3, das geht nicht, ich muss mehr leisten, ich habe bessere Note. Das sollte nicht geben, also man soll in seinen jungen Jahren auch Zeit haben, eben diese Jugend auszuleben und später hat man ja genug hartes Leben in der Arbeit, im Beruf und allem. Deswegen finde ich Noten, man muss jemanden irgendwie bewerten, aber in diesem Notensystem in Deutschland finde ich nicht, nee, würde ich abschaffen.